Die Alliierten testen in diesem Gebiet eine Druckluftbombe. Stoppen Sie Ihre Tests. Merzen Sie alle Alliierten in diesem Gebiet aus, aber nehmen Sie sich vor Ihren Bombentests in Acht. Die Zielkoordinaten für die Tests werden in Ihrer Radarstation in der westlichen Basis aufbewahrt. Nehmen Sie die Radarstation ein und finden Sie heraus, wo die Tests stattfinden. Die Tests stoppen Sie, indem Sie das Technologiecenter in der nordöstlichen Basis zerstören. Enttäuschen Sie uns nicht. Verstärkungen ja, moin, moin, herzlich willkommen zur dritten Mission in der Ukraine. Und wir werden auch direkt angegriffen, wie ich das sehe. Das ist natürlich nicht so schön. Gucken wir mal, dass wir da nicht allzu viel verlieren. Oder am besten gar nichts. Bei den paar wenigen feindlichen Truppen. Ja, wir haben leider den Panzer ein bisschen hart anschlagen lassen. Aber na gut, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Hauptsache, wir haben den Angriff abgewehrt. Wir können mal ein bisschen aufbauen. Ja, nach der letzten interessanten Mission mit den Spezialeinheiten sind wir jetzt wieder bei normalen Truppen unterwegs. Ich glaube, das ist aber auch allgemein besser so, von der Balance her. Ich glaube, die waren mir doch ein bisschen sehr teuer mit 1500. Außerdem mag ich die guten, normalen, schweren Panzer. Jetzt haben wir auch wieder Grenadiere mit Explosivgranaten. Da seht ihr jetzt mal einen Unterschied. Das ist halt nur eine kleine Explosion, aber die kann auch Brücken und Bäume zerstören. Ah, hier ist ein zweites Erzfeld, sehr gut. Und das hier ist ein bisschen sehr klein. Da müssen wir definitiv in die Richtung hinbauen. Scheint auch nicht verteidigt zu sein, das freut mich. Und ja, in der Mission müssen wir einen Waffentest unterbinden, wie ich das verstanden habe, mit Druckluftbomben, was auch immer das genau sein soll. Sagt mir jetzt also nichts, ehrlich gesagt. Luftbomben. Das Einzige, was ich kenne, sind die normalen Bomben, die man mit den Flugzeugen abwerfen kann, oder halt Atombomben, ne? Mehr gibt es eigentlich gar nicht. Aber gut, man kann natürlich in den unser Stützpunkt wird angegriffen. Teils einiges ändern. Habe ich das gerade richtig gehört? Abschuss einer Nuklearrakete? Ah, okay, dann meinen sie das wahrscheinlich mit Druckluft. Das ist natürlich nicht so schön. Da habe ich mich verklickt. Das ist nicht so schön. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ich glaube, den Panzer sind wir los. In Ordnung. Ne, wir haben ihn doch noch am Leben gelassen. Wunderbar. Wird gebaut. Das Erzfeld ist leider ganz schön gut verteidigt, ne? Zwei Medium-Panzer und zwei normale Infanteristen ist nicht so schön. Jawohl. Aber die müssen wir auf alle Fälle einmal hoch reparieren. Und mal gucken, dass wir gleich gebaut. Ein bisschen Armee bauen. Aber eigentlich möchte ich auch ein bisschen auf Eco gehen. Das Problem ist, wir können die Eco hier nicht wirklich nutzen, wenn die hier verteidigt wird. Wir noch Scouts über? Ah ne, der ist da oben gestorben. Okay, hier war wohl der Test, wie ich das sehe. Konstruktion abgeschlossen. Hier unten ist zu, hier ist zu. Hier oben könnten wir vielleicht mal durchsneaken. Wird gebaut. Einheit bereit. Bestätigt. Erwarte Ihre neue Befehle. Bauoption. Jawohl. Ansonsten erkunden wir weiter im Norden. Kritisch. Wird gebaut. Das meckert dann sogar schon wenig Energie rum. In unglaublich. Ordnung. Melde mich wie befohlen. Ja, uns fehlt uns hier an allem, ne? An Geld und an Erz vor allen Dingen. Wird repariert. Ich werde, glaube ich, nach dem einen Erztransporter erstmal einen Panzer bauen. Und dass wir da gut durchkommen, ohne allzu große Verluste. Sofort. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Sofort. Da kommt ein Angriff. Aber nur Infanterie. Erwarte Ihre Befehle. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da könnte ich eigentlich auch einen Hundezwinger bauen gegen. Die Artillerie ist weniger schön. Einheit verloren. Oh, wir sind schon leer. Schnapp dir mal die Diamanten. Bestätigt. Gebaut. Einheit verloren. Und hier gehen wir direkt mal in den Gegenangriff, bevor die noch großen Schaden anrichten. Bleibt mal lieber in Bewegung. Wir machen zwar, glaube ich, nicht ganz so viel Schaden, aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Ah, ich hatte die Hotkeys gewechselt, deswegen. Ich habe jetzt alles auf linken Maustaste. Zurück von der neuen Steuerung. Deswegen, wenn ich manchmal die Einheiten wegklicke, das liegt daran, weil ich dann Rechtsklick mache. Und dann löse ich jetzt so wie jetzt die Einheiten auf. Also aus der Selektion.
Daher kommt das. Konstruktion abgeschlossen. Ich hoffe, das sollte aber auch dem bald mal eingestellt sein. Man muss sich halt erstmal wieder dran gewöhnen. Wird gebaut. So, ich wollte lieber mal einen Panzer bauen. Abgebrochen. Dann bauen wir einen Ersttransporter, eine zweite Raffinerie und dann haben wir auch wieder vier Sammler. Und dann sollte das eigentlich ganz gut fluppen. Hier ist die Basis, das ist schon mal gut zu wissen. Oben ist ein Erzfeld. Ja, also wir werden natürlich erstmal links gehen. Oh. Er hat da hundertprozentig... Unser Stützpunkt. Ja, Gott sei Dank hat er nicht drin, ne? Invasoren wollte ich sagen. Da war ich gerade ein bisschen Gedanken versunken. Aber doch keine Invasoren, da haben wir nochmal Glück gehabt. So, mit denen sollten wir das ja auch ohne Probleme knacken können. Ich sehe gerade ein Panzer sogar weg. Das macht die Sache natürlich einfacher. Ich werde gleich auch mal eine Tesla-Schubule hinbauen, weil die scheinen immer von hier oben die Angriffe runterzufahren. Kommt vermutlich direkt aus der Basis. Interessanterweise kommt von links nichts, also ist hier wahrscheinlich nur die Radarstation, die wir einnehmen sollen, damit wir die nächsten Bombentests sehen können. Ich hoffe mal nicht, dass sie hier einen Bombentest machen, das wäre ganz schön unfair. Aber gut, der Computer ist nicht unbedingt für Fairness bekannt. Erwarte Ihre Befehle. Wir haben leider immer noch ganz schön Geldmangel. Müssen wir halt einfach ein bisschen warten. Ja, Sir. Es hilft ja nichts. Ich komme ja nicht an Geld. Unzureichende Finanzmittel. Ja, auf alle Fälle interessant. Ich frage mich, was nach der Ukraine kommt. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Abgeschlossen. In Ordnung. Einheit repariert. Ich glaube, die hat sogar nur drei oder vier Missionen, die Ukraine. Aber ich werde da definitiv mal reingucken. Na, schade, dass das nicht passt. Repariert. Einheit repariert. Ja, wir müssen ein bisschen... Reis fahren. Ist auch egal. Letztendlich gestoppt. Können sie ja hier rumfahren, ist auch in Ordnung. Nicht das Effizienteste, aber ich habe die... Ich dachte eigentlich, ich kann es hier hinbauen. So, da kommen sie auch schon genau passend. Fahren alle zusammen, bitte. Bam, 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 bam. Fahrt auch mal gleich über die Infanterie, wer das geht. Wunderbar. Strom haben wir jetzt auch mehr als genug. Dann können wir gleich mal Tesla-Spule hinbauen. Nicht, dass sie nochmal wirklich mit einem Invasor, einen mit Invasoren vollgesteckten mobilen Truppentransporter da langfahren. Ja, ein leichter Panzer auch noch. Den nehmen wir natürlich gerne mit, wenn der sich hier so gerne opfert. Aber bevor ich weiter nach oben hier in die Basis fahre, werde ich erstmal nach links und mir die Radarstation holen. Konstruktion abgeschlossen. Oh, hier können gar keine Mauern bauen, sehe ich gerade. Wird gebaut. Das ist aber ungewöhnlich. Normalerweise können wir ja nicht Betonbauern bauen. Neue Bauart. Da bauen wir erstmal eine Radarstation. Ich baue nochmal ein paar Schützen zum Scouten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Sofort. Mal gucken, wie hoch das hier geht. Einheit. Mir fällt gerade auf, wir können auch gar kein Flugfeld bauen, ne? Wir haben ganz schön wenig Tech in dieser Mission. Repariert. Und das ist ja nicht wie in der letzten Mission, wo das ja ausgeschaltet war. Repariert. In Ordnung. Die Lufteinsätze durch die Chronosphäre. Hier müssen wir es eigentlich bauen können. Ah, ne, doch. Neue Bauoptionen. Das ist doch durch die Radarstation Einheit freigeschaltet. Repariert. Hatte ich falsche Erinnerung. Ich dachte, das wäre Waffenfabrik gewesen, aber ja doch. Wird repariert. Jetzt, wo ich sehe... Fällt es mir auch wieder ein. Repariert. Sehr gern. Konstruktion abgeschlossen. Dann hätte ich das mal vorher gebaut. Neue Bauoptionen. Ja, mehr können wir eigentlich gar nicht groß bauen. Wird gebaut. Ich werde noch mal ein bisschen für Energie sorgen, dass ich noch im Notfall noch mal eine zweite Tesla-Spule bauen kann. Aber wir brauchen Panzer vor allen Dingen. Konstruktion abgeschlossen. Abschuss einer Nuklearrakete geordnet. Oh, da kommt die nächste Nuklearrakete. Ach, die kommt mit Flugzeug. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Verloren. In Ordnung. Meine armen Sammler. Oh, das war aber knapp. In Ordnung. Das ist ja fies. Wir nuken hier das Feld. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Aber Betonmauer können wir trotzdem nicht, noch nicht bauen. Bestätigt. Okay, die kommen definitiv immer von oben, wie es aussieht. Melde mich. Bestätigt.
Bestätigt. Wird repariert. Dann baue ich hier noch eine Tesla-Spule hin, die kann dann die verteidigen und hier nach links alles verteidigen. In Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Wird gebaut. Dann sollten wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Dann ist eigentlich nur noch eine Frage der Produktion, bis wir genug Panzer haben. Wobei, mit denen können wir auch schon mal ein bisschen nach vorne vorrücken. In Ordnung. Invasor werden wir auch brauchen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, der Dodge auch für die Schüsse. In Ordnung. In Ordnung. Hier rechts sind Infanterieangriffe. Spionageflugzeug. Aber gut, vor denen habe ich jetzt nicht ganz so viel Sorge. Ja, bestätigt. Die stehen da rum. Sollen sie da rumstehen, stören sie uns nicht. Das ist eigentlich ganz nett. Einheit, ich gucke erstmal hier links. Ich will wissen, wie stark das verteidigt ist. Ja, eigentlich können wir nicht groß noch viel bauen. Ich könnte eine zweite Waffenfabrik bauen, aber ich habe eh noch nicht das Geld dafür. Also lohnt sich das nicht so wirklich. Ja. Ich dachte eigentlich, hier wäre eine Basis. Habe ich mich wohl vertan? Machen wir den so fertig. Vielleicht finden wir eine Kiste mit Geld. Das wäre sehr vorteilhaft. Hier in der Kirche zum Beispiel. Haha! Das glaubt mir kein Mensch, dass ich die Mission heute zum ersten Mal spiele. Aber es ist halt wirklich immer in den Kirchen. Zack, zack. War eigentlich eine Radarstation besucht. Ja, ich werde da nochmal ein paar Scout-Infanteristen durchschicken. Chan, ich dachte schon, das sah aus wie ein Wissenschaftler. Aber hier wird bestimmt nichts Besonderes sein. Wäre witzig, wenn sie hier eins ihrer Tests durchführen, dass dann hier die, das Dorf in die Luft fliegt. Spionageflugzeug bereit. Mal hier oben vielleicht was ist, basentechnisch. Gebaut. Irgendwo muss die ja sein. Und oh, hier wird aber eine Menge angehäuft. Gut, dass wir da eine zweite Tesla-Spule gebaut haben. Hier ist zumindest schon mal ein zweites großes Erzfeld. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich glaube, da werde ich mal eine Raffinerie nach links bauen. Gestoppt. Abgebrochen. Gestoppt. Vielleicht noch ein bisschen Verteidigung. Was eigentlich schon ein bisschen Verschwendung ist, so viel Tesla-Spulen zu bauen. Ja, die verlieren wir leider. Also das Großkraftwerk. Nein, wir haben es sogar behalten. Wow. Das ist gar nicht so schlecht, dann kann ich weiter nach links bauen. Konstruktion abgeschlossen. Kann ich hier die Raffinerie hinbauen, dann ist es zumindest noch ein bisschen näher dran. Und wir haben auch die Basis aufgedeckt, sehr schön. Ach, das ist die Radarstation. Okay, ich wollte gerade sagen, ist hier ein Gefängnis. Müssen wir die einnehmen. Finde ich eigentlich ganz gut, dass das diesmal ein spezielles Gebäude ist und nicht diese Standard-Radarstation. Ja, da können wir mal ein paar V2s bauen, die können sich da durchschießen. Das läuft ja nicht weg. Und wir erkunden derzeit den Rest und nehmen gleich mal die Armee da in der Mitte auseinander. In Ordnung. Bestätigt. Einheit. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Dann baue ich hier oben auch nochmal eine Tesla-Spule hin. Schuss einer Nuklear-Raschung. Bestätigt. Gebaut. Da fliegt das Flugzeug. Unzureichende Finanzmittel. Okay, da ist ja nix. Ja, bestätigt. Immer es in die Luft geflogen ist. Ah, wir können ja auch campen, dann können wir den Sammler kaputt machen, während wir auf die V2s warten. Zwei, das ist noch am Bauen, sehr gut. Wird gebaut. Die breche ich mal gerade ab, die brauche ich im Moment noch nicht. Ich möchte erstmal die V2s fertig haben. In Ordnung. Bestätigt. Ihre Befehle. Bestätigt. Einheit bereit. Ja, Sir. Jetzt können wir auch die Basisverteidigung weiter ausbauen. Bestätigt. Wenn wir die überhaupt noch brauchen bis dahin. Ja, Sir. Oben fährt der Sammler lang. Ja, Sir.
Solange er da in Reichweite meiner Tesserspule fährt, finde ich das immer sehr gut. Dieser Stützpunkt wird angegriffen. Bleib mir vorne bitte stehen. Imageflugzeug bereit. Bam, 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 bam. Habe ich jetzt eine V2 leider verloren? Konstruktion abgeschlossen. Ach, ich glaube doch nicht. Ja, es schade, dass ich keine Mauern bauen kann. Gebaut. Erwarte Ihre Befehle. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, komm. Hast du das? Ja, ich helfe dir mal gerade. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel für einen Tesserspule. Einsatz hier nicht möglich. Ja, gut, solange er da piecemeal-mäßig nur angreift. Ihr könnt euch mal um die Verteidigungsanlage hier links kümmern, bitte. Wieder zurück. Hier kommt zur Reparatur zurück. Ja, oh ja, kämpft da vorne gegen den MBT. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nicht in den Nahkampf. Böse, böse. Wo hast du denn hingeschossen? Ich hab den Sammler geschossen. Habe ich dir aber nicht befohlen. Ich glaube, den haben wir erwischt. Bam, bam. Oh. Wo kamen die denn her? Ah, wir haben die mittleren Truppen aufgescheucht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da muss ich da nicht vorbeifahren, wenn die zu mir kommen. Ja gut, das ist nicht so wichtig. Das könnt ihr ignorieren. Die paar Infanteristen sind mir auch egal. Wir fahren jetzt hier rein und machen das kaputt. Mir lang genug rumgespielt. Oh. Den würde ich ganz ungern verlieren. Ja, unser Stützpunkt wird angegriffen. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich, wie befohlen. Haben wir nochmal gerettet. Dafür haben wir hier links ganz schön was verloren. Aber nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben mehr als genug Panzer. Wir könnten das auch einnehmen, aber ich glaube, das müssen wir diesmal nicht. Weil Wasser ist hier nicht so wichtig und die Panzer sind jetzt nicht das Allerwichtigste. Also da nehme ich lieber meine schweren Panzer. Ziel wählen. Ich wollte vorhin meinen Ingenieur mal hochschicken. So, ihr kümmert euch weiter um die Basisverteidigung. Pass mal auf, dass der Infanterist hier nicht meine V2 kaputt schießt. Das muss ja nicht sein. Oh, da kommt die nächste Nuklearrakete. Wo fliegt das Flugzeug lang? Okay, da ist es mir egal. War das mein? Nee, nicht mein Ingenieur. Ich glaube, wir haben nur einen Panzer verloren, weil die alle hier schon so ultra knallrot sind. Nicht das Allerbeste. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mein Stützpunkt wird angegriffen. Wird repariert. Wird gebaut. Das finde ich aber nicht in Ordnung. So, weiter geht's. Das ist nur eine Formalität hier. Spionageflugzeug. Ihr lasst euch bitte reparieren. Die Hotkeys werden abgedatet. Ihr zerstört hier oben, das finde ich sehr gut. Du fährst mal lieber weg. Da habe ich nicht aufgepasst. Das heißt, wir werden da mal ein paar nachbauen für oben. Bestätigt. Abgebrochen. In Ordnung. In Ordnung. Wird
könnt ihr schon mal besiegen. Ihr schießt den mal ein bisschen an. Dass er hier noch meinen Invasor umfährt oder sowas. Wir machen manchmal so Spielereien. Hab's gewusst. Natürlich zerschießt er mir jetzt nochmal meinen Invasor durch. So eine Drecksau. Ach, was man nicht in dem Kopf hat, muss man in den Beinen haben, ne? Oder wie war das? In dem Fall in den Beinen des Invasors. Ich werde den hier oben lang, mein Sammler. Du fährst bitte nach hier oben links. Ich hoffe, ich habe noch nicht allzu viele Sammler wegen dem Quatsch verloren. Brauche ich nach vorne aber mal nach. Und ja, jetzt können wir uns eigentlich gleich mal um die Basis hier kümmern. Es ist nur noch eine Frage Zeit, bis der Invasor da hochgelaufen ist. Und dann rollen wir da rein, zerstören das. Ich glaube, wir hätten da sogar direkt reinfahren können. Ich glaube, das ist nur optional, dass man das einnimmt. Aber wenn es natürlich zum Ziel gehört, dann machen wir das natürlich. Vollständigkeitshalber. Was hat er sich hier immer sammeln, obwohl hier nichts ist? Unzureichende Finanzmittel. Die werden mal repariert. Der Rest kommt mit. Ziel erreicht. Das haben wir erreicht. Achtung, noch eine Minute. Wird repariert. Was soll mir das genau sagen? Kommt denn das nächste Flugzeug oder wie? Ah, kommt denn hier das nächste Flugzeug? Ach nee, das zeigt mir alle Plätze an. Okay. Aber ich weiß nicht, wo es einschlägt oder wie. Oh gut, das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das ist ja am Arsch der Heide. Das interessiert ja keine Sau. Das ist auch ungefährlich. Das ist ungefährlich. Also ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie irgendwann mal meine Basis nuken, ehrlich gesagt. Dass ich das dann vielleicht unterbinden kann. So ist das ja wirklich relativ unwichtig. Also eigentlich ja schon egal, könnte man sagen. Da hätten wir auch direkt in die Basis fahren können. Und das machen wir jetzt auch. Genug umgespielt. Einheit bereit. Hier ist ein Schattengenerator. Achtung, noch eine Minute. Einheit repariert. Jede Minute werfen wir jetzt ab. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so frequent war. Aber gut, kann gut sein, ne? Boom. Nein, du bleibst bitte hier oben. Manchmal sind die leider mal so ein bisschen suicidal. Oh! War das schon die ganze Zeit hier? Also ich könnte schwören, da hat gerade noch kein Feuer gebrannt. Keine Signalrakete. Ich glaube, Feuer ist ein bisschen übertrieben in dem Fall. Dann nuken die mich ja doch, die Schweine. Aber gut. Haben sie mich aber zu spät genukt. Jetzt bin ich schon bei der in der Basis drin. Und jetzt geht's denen an den Kragen. Wo ist die Produktion? Die ganzen Panzer alle hier. Mal sehen, wo der Bauhof steht. Das war die Bauproduktion. Außer sie haben mehr davon, aber ich glaube eher nicht. Gucken wir mal, dass wir das nächste Wichtige finden. Irgendwo muss ja deren Spezialgebäude sein. Wahrscheinlich hier oben. Das können wir doch ruhig stehen lassen, das ist ja egal. Ja, das ist nicht so schön. Ich mache mal die Energie gerade aus, damit der Schatten nicht immer wieder zugeht. Das stört mich gerade so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir die anderen Gebäude auch stehen lassen. Dann kosten die nämlich immer noch Strom. Und der Computer ist nicht clever genug, die abzureißen, wenn er keinen Strom hat.
da immer so ein Infanterist draufspringen muss, ne? Das ist immer so ein bisschen störend. Jetzt sollte hier eigentlich der Strom weg sein. Guck mal, dann können wir hier auch gleich mal hochgucken. Ah, da ist das Gebäude, was ich gesucht habe. Das müssen wir wahrscheinlich zerstören. Da haben wir die Mission bestimmt gewonnen. Und? Wir haben wohl nicht gewonnen. Das heißt, wir müssen die Basis wohl auch noch zerstören. Aber zumindest haben jetzt die Nukes aufgehört. Also ist das auch ganz in Ordnung. Das ist eigentlich nur der Frage der Zeit, bis wir hier alles aufgeräumt haben. Vielleicht verkauft er auch, wenn wir das jetzt zerstört haben, weil hat er kein Geld mehr und keine Produktion mehr. Gibt es eigentlich keinen Grund mehr, noch im Spiel zu bleiben. Aber das ist immer so eine Sache. Kann sein, dass diese Verteidigungsgebäude auch mit dazu zählen. Zack. Machen wir mal Verteidigungsgebäude als erstes weg. Vielleicht lässt er uns dann in Ruhe. Ja, manchmal verkaufen sie, manchmal nicht. So hundertprozentig bin ich da noch nicht hintergestiegen. Aber ich glaube, das liegt auch teilweise wirklich an der Mission, ob sie verkaufen oder nicht. Das finde ich schon mal gut, dass der zu mir hinfährt. Dann kann ich ihn leichter kaputt schießen. Ja, viel gibt's hier nicht mehr, ne? Nur noch diese nervigen Türme. Stehen natürlich hier wirklich schön im Nadelöhr drinnen, ne? Ah, ist natürlich anstrengend zum Angreifen. Aber es läuft, es läuft. Wenn wir erstmal drin sind mit den Panzern. Ja, ich würde sagen, das war die dritte Mission der Ukraine. Ich bin gespannt, was wir als nächstes haben. Jetzt hatten wir einen Chronosphärentest unterirdisch, einen Chronosphärentest überirdisch und Atombomben quasi. Wobei, bei den Alliierten heißt das jetzt Druckluftbombe. Also auf alle Fälle sind es interessante Missionen. Vom Missionsziel her. Gefällt mir. Da sehe ich gerne mehr von. In Ordnung. Und ich hoffe ja auch. Aber mal gucken. Bestätigt. Ich sehe gerade, das haben die wieder eingenommen. In Ordnung. Ich frage mich, ob ich deswegen die Mission nicht beendet habe. Das wäre eine absolute Schweinerei, dass ich das wieder einnehmen muss. Oh, in dem Computer, dem traue ich das zu, dass er mich so trollt. Gestoppt. Das scheint tatsächlich daran zu liegen, ne? Die Frage, muss ich das zerstören oder reicht es, wenn ich es zerstöre oder muss ich es einnehmen? So rum. Mir hat nicht aufgefallen, wann ist denn hier gelandet? Oder hat er da was abgeworfen? Das kann auch so ein Missionstrigger gewesen sein. Ja, dann verzögert sich das doch nochmal um 5 Minuten. Ja, das sind diese... Ah, Mission, das war in der letzten Mission auch schon, ne? Man hat das Spiel quasi schon gewonnen und dann zieht sich das noch wie so ein Kaugummi dann die letzten Minuten hin, bis man es dann endlich mal offiziell gewonnen hat. Ich möchte sowas eigentlich immer ganz gerne vermeiden. Gut, ihr habt den Luxus, ihr könnt einfach vorspulen. Das ist jetzt sowieso nichts mehr Interessantes, aber das ist mir leider nicht gegönnt. Ich nehme es vorerst halt mal ein, ne? Ich möchte nicht die Mission jetzt deswegen verlieren und... zeittechnisch macht das jetzt auch keinen Unterschied. Wo hat der eigentlich das Geld zum Reparieren her? Also das ist aber auch fragwürdig. Wie schnell das Ding repariert, ne? Ist ganz schön heftig. In Ordnung. Bestätigt. Wird bearbeitet. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Oh. Einsatz. Naja, egal. Wir haben trotzdem gewonnen, trotz des Surpass in der letzten Sekunde. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.